Herzlich willkommen, liebe Zuschauende da draußen. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind hier live beim Science Slam der Hertie Stiftung. Ohne Hirn, keine Demokratie. Macht euch bequem, macht euch ein Bier auf, holt euch einen Tee und eine gute Limonade nach draußen. Heute ist warmes Wetter, zumindest hier bei uns in Dortmund. Es warten spannende Neuigkeiten auf euch aus der Hirnforschung und der Demokratiebranche. Worum geht's heute Abend? Wer ist mit dabei? Wir würden euch einfach mal so einen kleinen Teaser zeigen und damit ihr einen Eindruck bekommt, wer heute Abend hier ist und worum es so geht. In Deutschland ist es per Verfassung, per Grundgesetz garantiert, dass wir die Meinungsfreiheit haben. Das heißt, jeder kann sein Lieblingseis aussuchen, kann das öffentlich sagen und hat die Freiheit, das zu tun. Schokoladeneis ist das beste Eis der Welt. How far would you go to improve your brain function? What if there was a pill? Als Entwickler ist es super spannend für mich, das alles zu benutzen. Das ist hier drin, um für echte Probleme das Ganze einzusetzen. My name's Ian. I'm gonna talk about mind reading. And it seems like I'm gonna be teaching you how to read minds. But what if I told you you could already do that? Science Slam! Der heutige Science Slam wird euch präsentiert von der Hertie Stiftung und von science-slam.com. Die Hertie Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich seit über 40 Jahren mit den Themen Demokratie stärken und Hirnforschung auseinandersetzt und Menschen fördert und Projekte fördert, die exakt in diesen Bereichen aktiv sind. So auch heute unsere Slammer, von denen ihr gerade bereits einen Vorgeschmack erhalten habt. Das ist der erste digitale Science Slam der Hertie Stiftung. Ihr kennt das bereits von den Science Slam Formaten der vergangenen Woche. Wir können derzeit leider nicht live für euch auf der Bühne spielen. Dafür sind wir heute live im Studio in Dortmund. Dortmund, dem Sitz von Science Slam. Wir führen euch hier einmal rum und zeigen euch quasi das Team, unseren Raum, unser Büro. Live mit dabei ist ebenfalls Sven Daniel Gettis, mein Kollege und Science Slam Coach, mit dem wir gemeinsam die Teilnehmenden, die heutigen Slammer, auch quasi gecoacht haben, den Workshop gemacht haben. Exakt. Sven da hinten, wundervoll. Ich glaube, ihr kriegt einen guten Eindruck von unserem Büro. Schalten wir zurück ins Studio und weiter geht's mit dem Ablauf zum heutigen Abend und auch ein paar Worten zu unseren Slammern. Die Slammer-Beiträge sind quasi nicht hier heute Abend live dabei, aber durchaus die Slammer selbst. Die Slammer selbst sind per Zoom dazugeschaltet. Die Beiträge der Slammer sind im Vornherein abgefilmt worden. Wir gucken einmal auf die Slammer und vor allem auch Slammerinnen des heutigen Abends. Ihr seid live mit dabei. Kann man euch bereits sehen? Würdet ihr vielleicht einmal quasi winken, damit wir wissen, dass ihr tatsächlich auch in Echtzeit dabei seid und wir hier nicht schummeln und irgendwie was vorher abgedreht haben? Hier, meine Damen und Herren, sehen Sie die vier Finalisten, die sich durchgesetzt haben unter den Teilnehmenden des Science Slams Workshop der Hertie Stiftung. Sie sehen heute Abend, ihr seht heute Abend Torben Klauser, Dr. Blair Jovelar, Tim Lorenz Depping und Yin Chong. Entschuldigung, meine Damen und Herren, da war tatsächlich ein Fehler in meinem Computer. So läuft das heute Abend. Wir geben uns Mühe, dass die Technik reibungslos davonläuft. Können vielleicht kleine Patzer nicht vermeiden. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Das Ganze ist ja nicht nur zum Spaß, sondern tatsächlich auch ein Wettbewerb. Wie das Ganze funktioniert, werden wir später zeigen. Ihr dürft alle live mit abstimmen quasi, also holt bereits eure Endgeräte raus, irgendwas Digitales. Wir zeigen euch später dann tatsächlich, wie das Ganze im Detail funktioniert. Dazu kriegt ihr weitere Infos. Jetzt heißt es erstmal aufmerksam mit dabei bleiben. Abstimmen, das ist vielleicht schon mal wichtig im Vornherein, könnt ihr in zwei Kategorien. Einmal geht es um den Inhalt und einmal geht es um die Performance oder die Präsentation, die ihr zu sehen bekommt.
Es gibt natürlich auch was zu gewinnen und wir erzählen bereits schon mal, was es zu gewinnen gibt, damit sich die Slammer und Slammerinnen umso mehr anstrengen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber wir haben ja eben verraten, die Beiträge wurden bereits im Vornherein abgefilmt. Zu gewinnen gibt es Karten für die Falling Walls Conference in Berlin. Im kommenden Jahr, in diesem Jahr, finden leider keine weiteren Großveranstaltungen statt, nach derzeitigem Stand zumindest. Schauen wir mal ganz kurz auf das Format des Science Slam. Science Slam, was ist das überhaupt? Vielleicht haben manche von euch das bereits gehört, manche von euch sind vielleicht Fans hier regelmäßig dabei, auch tatsächlich im digitalen Raum. Science Slam ist ja quasi das Rockkonzert der Wissenschaft. Also ein Format, das wissenschaftliche Informationen auf eine ansprechende, auf eine unterhaltsame, auf eine innovative, aber vor allem auf eine klar verständliche Art und Weise vermittelt. Forschungsfragen, Methoden, Ergebnisse werden auch hier heute Abend für euch da draußen wieder hirngerecht serviert, sage ich mal. Wie läuft sowas ab, gerade auch im digitalen Bereich? Viele von euch waren bereits vielleicht mal bei einem Bühnenformat dabei. Im Online ist das etwas anders, trotzdem aber auch sehr, sehr viele Parallelen. Der Unterschied ist natürlich, wir sind nicht mit euch so in Kontakt, dass wir zwischendrin permanent auflockernde Scherze reißen können. Wenn, dann lacht hier niemand oder wir lachen hier allein im Studio. Und um dem ein bisschen vorzubeugen, würden wir uns der Einsamkeit hier im Studio ein bisschen vorzubeugen, würden wir uns einem künstlichen Applaus bedienen. Ihr hört das Ganze mal. Tut euch da einfach einen guten Gefallen und klatscht kräftig mit von zu Hause. Blendet mal kurz den Gedanken aus, dass irgendwie Nachbar oder Nachbarin euch da einsam im Homeoffice oder im Wohnzimmer vorm Laptop sitzen sehen könnten und einfach kräftig applaudieren. Nein, wir applaudieren hier ebenfalls mit und so, glaube ich, heizen wir das Ganze ein, geben ein bisschen Stimmung. Ihr seid nämlich nicht alleine da draußen, ihr seid Teil eines größeren Publikums und gemeinsam sind wir wahnsinnig gespannt auf die Beiträge der Slammer und Slammerinnen. Ich würde sagen, genug geredet, fangen wir an mit den Beiträgen. Und die ersten Beiträge, der erste Beitrag beschäftigt sich mit dem Thema Demokratie. Eins der großen Themen, um die es hier heute Abend geht, wir haben es schon gesagt, Demokratie und gleichzeitig Hirnforschung. Der erste Beitrag beschäftigt sich mit dem hohen und lang erkämpften Gut der Meinungsfreiheit. Ein wahnsinnig aktuelles Thema, just in dieser Woche auch heiß diskutiert, was passiert tatsächlich, wenn Meinung dann auch über die Presse veröffentlicht wird. Wie viel Meinung darf da veröffentlicht werden? Wie sieht es aus mit Regulierung oder gar Zäsur? Ganz zu schweigen vom Kundtun der eigenen Meinung in sozialen Medien. Ich freue mich, unseren ersten Slammer des heutigen Abends anzukündigen, Torben Klauser. Torben hat Jura, Politikwissenschaften und VWL in Bonn, Washington und Berlin studiert, inzwischen ist er Doktorand an der Rechtswissenschaft mit Schwerpunkt Medien- und Plattformregulierung. Torben forscht zur Frage, hat der deutsche Staat eine verfassungsrechtliche Pflicht, soziale Netzwerke zu regulieren. Wir sind wahnsinnig gespannt. Torben ist überzeugter Schokoladeneis-Fan und nimmt uns mit in einen kurzen Exkurs der Mediengeschichte. Erörtert die Frage, warum es im Mittelalter so schwer war, die eigene Präferenz römischer Speiseeissorten zu veröffentlichen oder öffentlich kundzutun, bis wir dann gemeinsam mit ihm vordringen zu den wirklich zentralen Fragen der sozialen Medienlandschaft. Viel Spaß mit dem ersten Beitrag von Torben Klauser. So, bevor es losgeht, das Wichtigste vorneweg, damit es hängen bleibt. Die beste Eiscreme der Welt ist Schokoladeneiscreme und wenn irgendjemand was anderes erzählt, ist das grober Unfug. Okay, nachdem das geklärt ist, hallo, ich bin Torben, ich schreibe meine Doktorarbeit an der Uni Bielefeld im Bereich Jura. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich froh bin, dass wir einen virtuellen Slam haben, denn auf der Bühne kommt jetzt üblicherweise jemand aus dem Publikum gestürmt und brüllt, glaubt ihm kein Wort, der erzählt nur Quatsch, das ist ein Lügner, dieser Mann ist ein Scharlatan, der hat keine Ahnung, die beste Eiscreme ist nicht Schoko, sondern Erdbeer. So, das bleibt uns heute erspart, ich bin alleine hier, aber es zeigt doch deutlich zwei Dinge. Nämlich erstens, es gibt immer noch ein paar versprengte Irrgläubige, die denken, es gäbe eine bessere Eiscreme als Schokolade. Und zweitens,
Das ist auch vollkommen in Ordnung so, denn wir befinden uns in Deutschland, hier herrscht die Meinungsfreiheit und hier darf jeder sagen, was er findet, was er meint, wenn es jetzt niemanden anders beleidigt. Hier ist jeder frei, seine Meinung zu äußern und zwar auch öffentlich. Das steht sogar im Grundgesetz und zwar in Artikel 5 Absatz 1 Satz 1. Dort steht, jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern und zu verbreiten. So, das, kleiner Cliffhanger, war nicht immer so, denn, und ich meine damit nicht, dass es Zeiten gab, in denen man seine Meinung nicht sagen durfte, sondern ich meine, es gab Zeiten, in denen dieses Konzept Meinungsfreiheit überhaupt nicht existiert hat. Beispiel, ein paar hundert Jahre zurück, wir sind im Mittelalter, ich bin ein Mönch in einem Kloster und sitze da gemütlich und auf einmal... Was ist das? Ah, eine Brieftaube vom Papst. Was schreibt der Papst? Der Papst schreibt, liebe Katholiken, liebe Mönche, folgender Erlass heute hier, das beste Eis der Welt ist Erdbeereis. Liebe Grüße, der Papst. So, und jetzt sitze ich da in meinem Kloster und denke, also ist der Papst, ich weiß, der hat immer recht und so, Stellvertreter Gottes auf Erden, aber ich glaube, das stimmt nicht so ganz, ich glaube Schokoeis ist das beste Eis der Welt und ich glaube, ich kann das belegen. So, und dann ist jetzt das Problem, ein Mönch alleine macht noch keine Reformation, deshalb brauche ich mehr Leute und ich hole also meinen Federkiel und mein Pergamentpapier und fange an zu schreiben an meinen Kollegen, den Mönch Martin in Wittenberg und sage, lieber Martin, schau mal, hast bestimmt gekriegt auch die Brieftaube vom Papst. Was meinst du denn? Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, Schokoeis ist das beste Eis. Sag mal, was du meinst. So, und dann schreibe ich an Martin und dann noch an den Mönch und den Mönch und den Mönch. Und dann so nach 5, 6 Mal Federkiel schreiben, tut die Hand auch schon so langsam weh. Es macht nicht mehr so richtig viel Spaß und es ist einfach sehr, sehr aufwendig. Das heißt, ich kann eigentlich auf diese Weise gar nicht viele Leute erreichen. Dann passierte aber was, das hat diese ganze Situation auf den Kopf gestellt. Dann wurde nämlich etwas erfunden, und zwar das hier. Wobei ich jetzt nicht meine das lustige Taschenbuch per se, sondern den Buchdruck. Der Buchdruck hat es auf einmal möglich gemacht, in kürzester Zeit Texte und sozusagen Schriftstücke zu vervielfältigen. Und während vor der Erfindung des Buchdrucks es im Grunde niemanden interessiert hat, was meine Meinung zu Schokoeis war, denn es hat ja niemand erreicht, war mit dem Buchdruck auf einmal möglich, ganz vielen Leuten zu zeigen, was ich zu Schokoeis, über Schokoeis denke. Und es war auf einmal kein Problem, meine 95 Thesen zu Speiseeissorten im ganzen Heiligen Römischen Reich zu verbreiten. Was dann dafür gesorgt hat, dass auf einmal politische Macht an meiner Meinung hing. Denn wenn ich eine überzeugende Meinung hatte und die verbreiten konnte, war das auf einmal Einfluss, den ich vorher nicht hatte. Einfach weil mir die Mittel gefehlt haben. Was im Übrigen auch der Grund dafür ist, dass in den ersten Dokumenten, die sich mit Freiheitsrechten beschäftigen, häufig nicht die Meinungsfreiheit genannt wird, sondern die Pressefreiheit. Also Pressefreiheit gab es konzeptionell fast vor der Meinungsfreiheit, weil man sagte, das ist im Grunde erst durch das Medium wird das Ganze ja von Einfluss, das, was die Leute finden und denken. So, dass danach Leute so tolle Sachen wie Zensur und solche Dinge erfunden haben, einverstanden, aber das war gewissermaßen der Ausgangspunkt. Jetzt, fast forward, so ein paar hundert Jahre später, wir sind so in den 1950er Jahren und Buchdruck ist immer noch bekannt, Bücher gibt es immer noch, sind aber jetzt nicht mehr so richtig Hightech. Aber was damals richtig Hightech war in den 1950er Jahren, ist das hier. Fernsehen. Die Leute waren außer sich. Ja? Da ist so ein Kasten, da guckst du rein, da passieren Dinge und die einen haben gesagt, genial, darauf haben wir immer gewartet. Jetzt Fußball gucken am Wochenende direkt vom Sofa, nicht mehr raus ins Stadion, hammergeil. Das ist der Höhepunkt der Zivilisation. Wie soll es besser werden? Ja, es gibt Leute, die denken das heute immer noch. Es gab damals aber auch Leute, die gedacht haben, ja, Fernsehen ist schon cool, aber wir wissen doch gar nicht, was das mit uns macht. Ja? Vielleicht, also können die Leute das überhaupt verarbeiten? Dann ist da diese Kiste und da sind bewegte Bilder drin und vielleicht sogar in Farbe und vielleicht dann auch noch mit Ton. Das ist ja total abgespaced. Die werden richtig, also
ist das nicht Gehirnwäsche? Werden die Leute nicht krank davon? Und ist das nicht ein krasses Propaganda-Instrument? Müssen wir damit nicht ultra vorsichtig sein? Und dazu kam noch, dass damals aufgrund technischer Gegebenheiten es gar nicht möglich war, dass es viele Fernsehsender gab, sondern einfach nur einen. Und jetzt ist es so, dass man in den Jahren vorher nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht hatte, wenn es um ja, zentral gesteuerte Medienlandschaften ging in Deutschland. Von daher hat man sich für den Weg entschieden, für den man sich in Deutschland häufig entscheidet, hat gesagt, wir klären das vor Gericht. Und das Gericht, vor dem das geklärt wurde, in verschiedenen Urteilen in den folgenden Jahren, auch Jahrzehnten, war das Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich die Frage gestellt, können wir sagen, wie sich das Fernsehen entwickelt? Nee, können wir nicht. Wir haben keine Glaskugel. Aber was wir so aus der Erfahrung mit dem Buchdruck und der Presse sagen können, ist, dass möglicherweise da ein großer politischer Einfluss möglich wird durch den Rundfunk. Und auch wenn wir nicht wissen, was damit passiert und wie sich das entwickelt, sollten wir vielleicht es nicht einfach komplett frei laufen lassen, sondern so bestimmte Leitplanken einziehen. Es geht nicht um Zensur, es geht nicht darum, im Klein-Klein irgendwie zu regeln, was gesendet werden darf und was nicht, sondern so grobe Regeln zu setzen. Und jetzt kommt der Twist beim Bundesverfassungsgericht. Die haben nämlich gesagt, das ist was, das regeln nicht wir, sondern das muss der Staat regeln. Die Richter haben gesagt, der Staat hat eine Pflicht, sich darüber Gedanken zu machen, einen gewissen Rahmen für ein neues Medium zu setzen, weil das möglicherweise gefährlich ist. So, das heißt, bevor irgendjemand einen Rundfunksender aufmacht, muss es diese Regeln geben. Und in den folgenden Jahren haben sich diese Regeln wurden verabschiedet, wurden auch vom Bundesverfassungsgericht weiter ausgestaltet. Das sind dann so Grundregeln wie, es müssen bestimmte journalistische Grundstandards eingehalten werden in der Berichterstattung und es darf nicht nur eine gesellschaftliche Gruppe vertreten sein, sondern das Fernsehen muss sämtliche Gruppen abbilden, es darf keine Propaganda verbreitet werden und all diese Dinge. So, das, was damals so bedeutsam war, war, dass das Gericht gesagt hat, der Staat hat eine Pflicht, diese Regeln zu setzen, weil der Rundfunk so einflussreich ist. So, letzte Zeitreise ins Heute. Wir sind im neuen Jahrtausend und Bücher gibt es immer noch, Rundfunk gibt es immer noch. Und jetzt gibt es aber diese ganzen neuen Sachen, sowas wie Facebook und Twitter und Instagram und Snapchat und TikTok und alles Mögliche. Und diese ganzen neuen sogenannten sozialen Medien haben enorm Einfluss darauf, wie wir die Welt da draußen wahrnehmen, welche Nachrichten wir sehen und welche wir vielleicht auch nicht sehen, welche Inhalte uns zugespielt werden, welche Fotos erscheinen, welche Videos ausgeblendet werden. Und jetzt sind wir gewissermaßen genau an der Frage meiner Doktorarbeit. Nämlich, wenn wir in der Vergangenheit bei sowas wie dem Fernsehen gesagt haben, wenn wir nicht wissen, in welche Richtung sich das entwickelt, hat der Staat eine Pflicht, Regeln zu setzen. Wenn wir das damals gesagt haben, warum stellen wir uns heute eigentlich nur so Fragen wie, darf der Staat Facebook regulieren? Ist das überhaupt möglich als einzelnes Land, einen internationalen Konzern? Geht das? Und warum fragen wir nicht, hat der Staat nicht vielleicht eine Pflicht, das zu tun, diese Regeln zu setzen? Denn der Glaube, dass wenn sich der Staat da raushält, dass es einfach ganz entspannt läuft und dass es keine Regeln und keine Zensur gibt, das ist, glaube ich, ziemlich naiv. Und das beste Beispiel dafür, warum das ein bisschen naiv ist, ist dieses Bild, das das Philadelphia Museum of Arts auf Facebook gepostet hat. Und dieses Bild war nämlich nicht lange auf Facebook, sondern es wurde runtergenommen von Facebook selber mit der Begründung, dass es übermäßig viel Haut oder suggestive Inhalte enthält. So, jetzt kann man damit übereinstimmen oder nicht. Was ich versuche zu sagen ist, die Frage, was in Ordnung ist zu sehen, was verbreitet werden darf und was vielleicht gegen Recht oder was auch immer verstößt, ist was, das sollten wir möglicherweise nicht privaten Konzernen überlassen, sondern das sollten wir als Gesellschaft und als Staat selbst regeln. Und wie und ob wir das machen können oder gar müssen, ist die Frage, die ich mir in meiner Doktorarbeit stelle. Und um nochmal auf den Anfang mit der Meinungsfreiheit zurückzukommen, ich bin vielleicht auch der Meinung, dieses Bild da sollte von Facebook verschwinden. Aber nicht, weil es anzüglich wäre, sondern weil ganz offensichtlich die beste Eissorte der Welt dort nicht abgebildet ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Vielen, vielen Dank, Torben. Vielen Dank. Ich glaube, der Beitrag hat wahrhaftig Applaus verdient. Vielen Dank für diesen Einblick. Danke für deinen Beitrag. Vielen Dank für diesen Exkurs in Meinungs- und Pressefreiheit und für das Nachdenken über die Demokratie und darüber, wie man Demokratie hier in Deutschland stärken kann. Ihr habt es vielleicht gesehen, es gibt tatsächlich bei YouTube ja auch die Möglichkeit, Kommentare zu machen, Fragen zu adressieren. Die Fragen werden tatsächlich am Ende der Show auch nochmal von den Slammer und Slammerinnen aufgegriffen und beantwortet werden können. Also sollten irgendwelche Fragen aufgetaucht sein, einfach kurz reinschreiben in den Chat. Kommentare ebenfalls, sowas wie klasse gemacht, wirklich toll, totale Fan, totale super Beitrag. Natürlich, wie ihr das kennt aus dem Online-Raum, bitte in einer wertschätzenden Art und Weise. Wir schwenken um zum Thema Neurologie und wagen uns auf das Hoheitsgebiet, in das Hoheitsgebiet der Neurologie. Seien Sie gespannt, schalten Sie Ihr Hirn ein, es gibt eine Menge Neues zu lernen. Weiter geht's mit Dr. Blair Jovelar. Und Dr. Blair Jovelar und Ian Chong, die beiden Slammer, sind englischsprachig heute mit dabei. Die Beiträge werden englischsprachig sein. Wir haben es, wie ihr am Anfang bereits gesehen habt, mit einem sehr diversen Team aus Slammer und Slammerinnen heute zu tun, was uns natürlich wahnsinnig freut. Somit werden wir jetzt gleich auch die Anmoderation in Englisch halten, vielleicht ein oder andere Worte auf Deutsch auch übersetzen, sodass alle auch tatsächlich teilhaben können. Das vielleicht als kurze Vorab-Ankündigung. Und nun zu Blair. Blair has been working with brain stimulative technology since more than 7 years. She holds a Master of Science in Neuroscience and just recently finished her PhD. Currently, she investigates how the working memory can be enhanced by using multi-coil closed-loop TMS, so-called transcranial magnetic stimulation. We hopefully find out more about what TMS is through listening to her slam. Mit einem Hintergrund in Neurowissenschaften beschäftigt sich Blair damit, das Arbeitsgedächtnis zu verbessern. Wir sind sehr gespannt. Time to visit Blair's lab. Wir besuchen jetzt Blair's lab. That's the amazing part I love about online slams, the ability to visit Torben's living room and Blair's lab. So, let's go. If you could have one superpower, what would it look like? Would you travel across time? Would you choose Herculean strength? Or would you rather have superhuman memory? I personally would choose to have the latter, as what one of my science heroes possessed. One of many outstanding attributes that Nikola Tesla was known for was that he had eidetic memory. It is said that he could recite scores of books from memory and stockpile visions of inventions in his head. Now remember, this was a time when Google did not exist. So if you had to find information or review information from a book, you'd have to go to a library, consult the catalog, go to the section where the book should be, and hunt for the book that had the title you were looking for. So you can imagine how having such superhuman memory contributed immensely to Tesla's productivity. Wouldn't it be nice if we could take one pill that would allow us to remember everything that we have read, seen, or heard? Unfortunately, such a pill does not exist. Not yet, anyway. Fortunately for us, though, we can harness the power of magnetism. Using an electromagnetic coil, we can activate brain cells called neurons in specific regions of the brain. This brain stimulation technique is called transcranial magnetic stimulation, or TMS. So how does TMS work? This is a TMS coil. It is a coil wiring
that is enclosed in a plastic case. We place this coil on the scalp and we apply magnetic pulses that can be heard as clicking sounds like these. TMS works because each magnetic pulse creates a local electric field, just strong enough to activate the brain cells under the brain region that is being targeted. How can we use TMS to improve our memory? TMS can be used to enhance a type of memory called working memory, which is like your computer's RAM or random access memory. And just like RAM, it allows us to store and process information we are actively thinking about. Working memory is considered one of the most important mental faculties that is critical for problem solving, planning, and reasoning. Using TMS, we can activate regions of the brain that are involved in working memory, such as the prefrontal cortex and the temporoparietal cortex. With enhanced working memory, we can exponentially increase our productivity at work, in school, and ultimately further our success in life, which is something most, if not all of us, desire. Aside from improving working memory in healthy individuals, our goal is to use TMS to alleviate working memory deficits in patients with Alzheimer's disease. Now, finding the best way to do this is far from an easy task. So when the going gets tough, I remember something that Tesla once said. If you want to unlock the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Using electromagnetic energy from TMS, we can modify the frequency by which brain cells send signals to each other, modulate the oscillations or vibration of brain waves to enhance working memory and potentially unlock the secrets of the universe inside our brain. And I believe that my hero, Nikola Tesla, would agree that being able to do so would be an impressive superpower. Thank you. Blair, thank you so much. Thank you so much for your presentation and for taking us with you in your lab. Vielen, vielen, vielen Dank, Blair, dass du uns dein Lab gezeigt hast und für diese tolle Präsentation. Ihr kennt das bereits nun. Schreibt eure Fragen, eure Kommentare rein in den Chat, den wir dann später ebenfalls, auf die wir später eingehen können, auf die Fragen, auf die Kommentare. Vielen, vielen Dank, Blair. Wir gehen weiter zum nächsten Slammer des Abends. Wir kommen zu Tim Lorenz Depping. Tim ist 20 Jahre jung, studiert Informatik in Brandenburg, hat bereits in seiner Schulzeit mit dem Programmieren begonnen. Einst mit dem Ziel, Spiele zu programmieren, hat er auch sehr erfolgreich getan. Dann allerdings durch ein einprägsames Erlebnis in seiner Schulzeit, von dem er uns gleich auch berichten wird, hat er das Gamer-Dasein quasi verlassen, um sich einer der wirklich großen, ungelösten gesellschaftlichen Herausforderungen zu stellen. Gemeinsam mit einem Lehrer seiner ehemaligen Schule hat Tim die App MS Health entwickelt, um das Leben von Patienten und Patientinnen mit multipler Sklerose zu verbessern. Wir sind sehr gespannt auf den nächsten Beitrag von Tim. Ich würde sagen, los geht's. Mein Name ist Tim Depping und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man die MS-Therapie digitalisieren kann.
Stellen Sie sich vor, Sie sind zwischen 20 und 40 Jahre alt. Sie studieren vielleicht gerade, gründen eine Familie oder reisen durch die Welt. Und von einem auf den anderen Tag bekommen Sie die Diagnose Multiple Sklerose. Aufgrund eines solchen Falls habe ich mich mit der Digitalisierung der MS-Therapie beschäftigt. Und genauer gesagt geht es bei diesem Fall um eine Lehrerin, die an dem Gymnasium, an dem ich mein Abitur gemacht habe, unterrichtet. Fast jeden Morgen habe ich sie zusammen mit ihrem Mann, Andreas Bauer, ebenfalls Lehrer am Gymnasium, zur Schule fahren sehen. Ich war nämlich ein Buskind. Ein Kind, was jeden Morgen mit dem Bus zur Schule fuhr und deshalb schon 20 Minuten vor Schulbeginn in der Mensa saß. Die beiden sind also zusammen an der Mensa vorbeigefahren und irgendwann ist mir aufgefallen, dass sie ja gar nicht mehr im Sitzen, sondern im Liegen zur Schule fuhr. Und der Weg vom Fahrrad zum Lehrerzimmer fiel ihr auch sichtbar schwerer. Eines Tages kam dann Andreas Bauer im Physikunterricht auf mich zu. Er hatte gehört, dass ich schon mal eine iOS-App entwickelt habe. Und das stimmte, zu dem Zeitpunkt habe ich ein kleines iOS-Spiel entwickelt, habe also einmal den Prozess vom Entwickeln bis zum App Store durchgemacht, aber das, wovon er mir erzählt hat, das war eine ganz andere Nummer. Er hat mir von seiner Idee erzählt, eine App zur Therapiebegleitung. Und MS war mir zuvor nur aus dem Biologieunterricht bekannt, deshalb musste ich erstmal nachsehen, was MS überhaupt ist. Laut der DMSG ist Multiple Sklerose eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie wird meist im frühen Erwachsenenalter diagnostiziert und weil der Verlauf dieser Krankheit so individuell ist, nennt man sie auch die Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Weltweit sind ca. 2,5 Millionen Menschen von MS betroffen. In Deutschland sind es mehr als 250.000 MS-Erkrankte und jährlich kommen 10.000 Menschen hinzu, wobei Frauen doppelt so häufig diagnostiziert werden wie Männer und dies meist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Es war also für mich klar, dass irgendetwas gemacht werden muss. Aber um etwas zu machen, braucht man auch die Mittel. Und Mittel sind in dem Fall ein Mac, ein MacBook. Und diese Geräte sind bekanntermaßen nicht gerade günstig, also brauchten wir irgendwo Geld. Und hier kommt die Hertie-Stiftung ins Spiel. Die Hertie-Stiftung hat uns im Rahmen der Ausschreibung Mitmischen finanziell unterstützt. Und so konnten wir anfangen und das haben wir gemacht. Ziel war es, genau drei Dinge in dieser App mit unterzubringen. Wir wollten Fragebögen, wir wollten kognitive Tests und wir wollten motorische Tests. Und ich möchte nicht viel drum herum reden, fangen wir direkt an mit den Fragebögen. Ein Fragebogen sieht aktuell ungefähr so aus. Das ist so ein klassischer Bogen, um den allgemeinen Gesundheitszustand festzuhalten, also den subjektiven Eindruck der Betroffenen. Und so kann man sich das Ganze vorstellen. Wir haben hier eine Frage. In general, would you say your health is? Und man muss dann diese Frage beantworten auf einer Skala von 1 bis 5 und so also die passendste Antwort auswählen. In einer App sieht das Ganze so aus. Wir haben also auch die Frage, wir haben Buttons und können so auswählen, wie wir uns fühlen. Man muss dazu sagen, dass dieser Fragebogen auch irgendwie ausgewertet werden muss. Und das funktioniert in einer Smartphone-App deutlich leichter als bei einem normalen Fragebogen. Denn es gibt ein paar Formeln, um überhaupt sogenannte Scores zu berechnen. Das könnte man mit einer Smartphone-App definitiv schneller machen. Und vor allem von überall. Kommen wir zu den kognitiven Tests. Und da sich kognitive Tests auch super eignen, um mal eben schnell in einer Präsentation durchgeführt zu werden, möchte ich das Ganze mit Ihnen jetzt einmal ausprobieren. Sie sehen jetzt auf der nächsten Folie ein Wort. Und mich interessiert, woran Sie als erstes denken. Hier kommt es. Na, haben Sie zuerst an Gelb oder an Blau gedacht? Ich denke für meinen Teil zumindest erst an Gelb. Und darum geht es genau beim Stroop-Test. Beim Stroop-Test zählt die Schrift Farbe, also Blau in dem Fall. Und das wählt man über einen Button aus. Die Reaktionszeit kann so gemessen werden und wir können sehen, wie sich die Reaktionszeit im Laufe der Therapie verbessert oder verschlechtert.
Nun, da ich Ihre Aufmerksamkeit habe, kommen wir zum etwas komplizierteren Teil, dem Gang- und Gleichgewichtstest. Für diesen Test benutzen wir die Beschleunigungssensoren des Gerätes. Und hier habe ich eine Grafik von Apple, die ganz gut veranschaulicht, wie man nun Messwerte aufzeichnet. Wir haben drei Achsen. Wir befinden uns in dreidimensionalen Raum, also ganz normal. Wir haben also ein Gerät. Dieses Gerät befindet sich vor der Brust. Und nun können wir messen, wie stark sich die Person in verschiedene Richtungen beschleunigt. Also nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, nach oben und unten. Das Ganze haben wir aufgezeichnet mit so einem Brustgurt. Und hier sehen wir jetzt mal die Messwerte von mir. Wir sehen ein ziemlich gleichmäßiges Gangbild. Man erkennt 10 Schritte und wenig Ausschwenkungen. Dahingegen haben wir hier das Gangbild von meiner Lehrerin. Ich muss sagen, mich hat es sehr erschreckt und ich wünsche, es wäre gestellt. Das war einer von 3 Testversuchen und die anderen Versuche sahen ähnlich aus. Wir sehen ein sehr unregelmäßiges Bild, wir sehen starke Ausschwenkungen. Meine Lehrerin, ja, kann man sagen, hat schon ein wenig gezittert währenddessen und ist stark nach links und rechts geschwankt. Wir haben aber auch noch andere motorische Tests. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Nine-Hole-Peg-Test. Den möchte ich auch mal kurz in echt zeigen. In echt sieht das Ganze so aus. Wir haben ein Brett, wir haben Pins und diese Pins müssen wir nach und nach platzieren und danach wieder entfernen. Das Ganze nicht im Stehen, wie ich das jetzt mache, sondern im Sitzen. Und so können wir die motorischen Fähigkeiten ebenfalls testen. Die Zeiten werden für links und für rechts jeweils 2-mal aufgezeichnet und ein jeweiliger Mittelwert berechnet. Mit einer Smartphone-App ist das mit einem Steckblatt nicht so möglich, aber wir können das auch versuchen, auf einem Display darzustellen. Hier mit einem Kreis, der in einem anderen Kreis bewegt werden soll. Die Zeit können wir ebenfalls aufzeichnen und versuchen, eine Beziehung zwischen diesem Test und dem echten Test aufzubauen. Fassen wir zusammen. Wir haben Fragebögen, kognitive Tests und motorische Tests versucht in einer App zu vereinigen, damit diese Tests zu Hause, unterwegs oder beim Arztbesuch durchgeführt werden können. Ziel ist es, diese Daten zu nutzen, um die Therapie anzupassen, um mögliche Trends zu erkennen. Und ob das wirklich so funktioniert, dieser Frage haben wir uns bei Jugendforsch dann gestellt. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Andreas Bauer, der fürs Projektmanagement zuständig war, Lilian Ricke fürs Grafikdesign und ich als Entwickler. Weil wir so erfolgreich waren beim Jugendforsch-Wettbewerb, wir durften ins Bundesfinale einziehen, durften wir sogar unsere Idee in Japan auf der Super Science High School Students Fair vorstellen. Das ist eine Wissenschaftsmesse, auf der Schüler ihre Projekte, die sie in ganz Japan entwickelt haben, vorstellen. Wir durften dort die deutsche Delegation repräsentieren und das hat uns sehr geehrt. Für mich war es dann noch nicht vorbei, denn ich habe mich aufgrund dieses Projektes für ein Informatikstudium entschieden. Eigentlich hatte ich schon meinen Ausbildungsplatz zur Ausbildung zum Elektroinstallateur sicher, aber dieses Projekt hat mich dazu bewegt, in die Informatik zu gehen. Ich weiß, auf dieser Welt gibt es viele Krankheiten, auch neurologische Krankheiten, wie zum Beispiel Parkinson. Und die Welt wird sicher nicht durch diese App revolutioniert, aber vielleicht revolutioniert diese App die MS-Therapie. Und ich glaube, dass sie auch eingesetzt werden kann für andere Krankheiten, wie zum Beispiel Parkinson. Denn motorische, kognitive Fähigkeiten spielen nicht nur in dieser Therapie eine wichtige Rolle, sondern auch in anderen. Und ich hoffe, dass ich diesen Menschen so ein Stück Lebensfreude zurückgeben kann. Denn das würde mich glücklich machen. Dankeschön. Tim, vielen Dank. Danke für deinen Beitrag. Danke für die Präsentation. Danke für den Exkurs, für das Vorstellen eurer Methodik, für das Vorstellen eurer wirklich wichtigen App. Vielen, vielen Dank. Wir kommen gleich zum letzten Beitrag.
Kurz noch für die, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir haben nämlich Zuwachs gekriegt. Das können Sie, liebe Zuschauende da draußen, ihr, liebe Zuschauende da draußen, natürlich nicht mitkriegen, da wir uns nicht im großen Theater vorfinden, was sich langsam füllt. Aber wir hier im Studio sehen natürlich die Zahlen, sehen, dass die Zahlen ansteigend sind. Somit vermuten wir, dass nicht alle bereits die Einführung mitgekriegt haben. Wir haben jetzt noch einen Beitrag an Slams vor uns. Und ihr da draußen habt die Möglichkeit, am Ende natürlich dann zu voten und zu entscheiden, wer als Sieger oder Siegerin des heutigen Abends dann aus diesem Slam rausgeht. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit, Kommentare, Fragen über die YouTube-Chat-Funktion an die jeweiligen Slammer und Slammerinnen zu stellen. Nun aber würde ich sagen, zum letzten Beitrag mehr dazu, wie die ganze Voting-Situation abläuft, erhaltet ihr dann anschließend. Wir kommen zu Ian Chong. Ein weiterer englischsprachiger Beitrag, wir haben das bereits angekündigt. Ian holds a Master of Philosophy from University of Hong Kong. Within the last years, Ian has been involved in a couple of projects, has spoken at several conferences, and currently he's doing his doctoral studies at the Hertie Institute of Clinical Brain Research in Tübingen. There he studies the area of the brain in monkeys that makes the following of gaze possible. Kurzer Sprung ins Deutsche. Was macht Ian? Ian ist gewechselt vom Bereich der Philosophie zur Hirnforschung, forscht zurzeit an der Verfolgung von Blicken. Warum ist es wichtig, die Verfolgung von Blicken? Was hat es damit auf sich? Why does it matter where you're looking at? Gaze following is kind of the way we unconsciously read minds. How you can use it and which difficulties appear if you don't have the ability to follow gazes will be explained by Ian right now. Hey everyone, my name's Ian and thanks for coming to attend my science slam. It looks a lot like I'm about to teach you how to read minds today, but that's not the case. I'm actually trying to convince you that you are already a right mind reader. And mind reading sounds a lot like fantasy. It sounds like science fiction. And of course here, Professor Charles Xavier, he's one of the world's most powerful telepaths. But he's from a comic book, he's not real. But I am gonna convince you that you can be a mind reader too. And that's through the process of gaze following. And that's what I've been working on throughout my PhD these years. So a quick mind reading exercise. Here I have two beverages, a cup of hot coffee, and a frozen margarita. And you're gonna tell me which one it seems like that I'm more interested in. So it's too bad. This is not interactive because you could just shout up your answers. But then I'm sure most of you concluded that I wanted the margarita, right? Regardless of whether or not you know me. It might be a hot sunny day, or maybe I'm tired and I want the coffee, or maybe I have a look of disgust. This is all valuable information to tell what I wanted, but I'm sure that most of you just depended on what I was looking at. And this is what gaze following is about, and this is what helps us read minds. Through the process of gaze following, you can identify a point in space where I might be directing my attention to. It could be an object, a location. And if you can identify what I'm attending to, you can begin to figure out what I might be interested in, what I want. And through understanding another's point of view, you can build a theory of mind. You can figure out my wants, my desires, or dislikes. And this is what makes gaze following so powerful and so important in our lives. In a moment, I'm going to show you this example in basketball, where we have a no-look pass. But before I get onto that, I'm going to quickly remind you that gaze following is very fast. You do it without even thinking about it. It's very reflexive. And that's why no-look passes are so effective in basketball, because you can abuse this ability. Gaze following is very hard to suppress. So look here. You have this player looking in this direction while he's passing the ball in the opposite direction. If you were following his gaze, then you'll be highly confused. And you wouldn't be able to intercept the ball. By the time you figure out what's going on, it's too late. And that is what we call misleading with gaze. So gaze can be informing, as I showed you just now.
It helped you identify that I was looking at the Margarita. But in this case, it was misleading. And this poor player couldn't figure out where the ball was going. So gaze following essentially helps you understand another person's point of view, whether or not it's informative or misleading. In most cases, it's highly informative, so it helps you find out what somebody is looking at, and therefore it helps you infer what they might be interested in, what they might want. Are they curious? Are they disgusted? These are all things that you can infer, but it all starts from following of gaze, and you need to find out where they're looking at in the first place. Now, the 2020 US presidential elections are coming up at the end of the year. And so here's a quick throwback to what happened 4 years ago at the voting scene. His face tells its own story if you do a little bit of gaze following. So you guys can exercise your mind reading abilities and just look at his face. Where is he looking at? Is he perhaps looking at his wife's voting ballot or not? That's up to you. Right? You can decide what kind of story you want to tell from his face. But you have to do that with gaze following. You have to do that with reading his mind. And that's why gaze following is so interesting. Because all it does is it tells you where somebody else is looking at. But you still need a lot of other information to figure out what's going on. But now I've been telling you we do gaze following. But why were we able to do this in the first place? And I'm going to take you back 25 million years ago. And it all started from the monkeys. So you're a monkey, I'm a monkey, and here's our monkey buddy. We're just chilling in the forest. And if you were living on your own, minding your own business, then you don't have the visual cues of another monkey's face to help you out. But if you're in a group, like we are, and our monkey buddy, we can use each other's gaze directions for information. So he's looking at the side. Is there perhaps some juicy fruit that's available, or a potential mate, or even a predator? Whatever it is, it's going to help you survive, which is why gaze following has been conserved all these millions of years, and that's why we can still do gaze following. It all started from our ancestors, the monkeys. And as you can see, we're not so very different. We are group animals, and with gaze following, it provides very powerful information from the face, and if you can interpret that information, if you can use that information, it can help you learn from each other. It can help you survive. For the monkeys, it was just survival. But for us, it's for learning. It's for understanding each other's viewpoints. And from then on, you can build empathy. You can get compassion. I've been telling you a lot about why we do gaze following. But the question of how we do it, it's still very unclear, and this is why we're interested in studying gaze following. And it's not like we have gigantic arrows, or we're definitely not Superman here. We don't have beams coming out of our eyes to tell us where he's looking at. So how do we identify where another person's gaze is directed without these arrows or beams? And so we turn to monkeys to answer this question, because monkeys do gaze following in a way that is very similar to how we do it. And we trained monkeys in the lab to do this gaze following task, where imagine you're the monkey, and you see this on the screen, and there's a picture of a monkey in the middle, he's looking at one of the targets, and you have to follow his gaze to the appropriate target. It turns out that every time you do gaze following, whether or not you are a human or a monkey, the same area of the brain lights up. And it's somewhere here, in the temporal cortex. So this is part of a monkey brain. And there's a little area, which we have designated the gaze following patch, which activates time and again when you do gaze following. And this helps us to answer even more interesting questions. Because if you know that an area is responsible for a behavior, what happens if you interfere with the area? Is it going to affect the behavior? But why is this interesting? So I told you in the beginning that most people can follow gaze very well and you can read minds, but actually there's a group of people who can't follow gaze that well. And these are people with autism spectrum disorders. It might be unsurprising that these people also have problems understanding the intentions of others as well.
So it's interesting because perhaps they have a problem with their gaze following patch. Perhaps their gaze following patch is disrupted all the time. We don't know that. But this is also another interesting question to think about. So, this is Charlie. This is a cartoon that we typically show children or people with autism. And if you don't have autism, you will have no problems figuring out that Charlie is looking at the Ritter Sport and Charlie, maybe he wants the Ritter Sport. Much like how I wanted the Margarita in the beginning of my slam. If you have autism, you will have some difficulty concluding that maybe Charlie wants the Ritter Sport. What I do each day in the lab, when I go to work each day, it's not really about it's not about figuring out brain disorders. It certainly would be very meaningful to be able to, at the end of the day, at the end of my research, find some way to overcome the problems of autism, of gaze following, and maybe build a stepping stone that helps these patients. What I'm doing, it's just about understanding the brain. This is basic research. This is more about answering some questions of the brain, studying animal behavior, and studying these fascinating creatures and trying to find out more about their brain. And that tells us a lot more about our human condition as well. So I hope that the next time you're trying to figure out what somebody else is thinking about, you think back to my slam. You're reminded that you can actually read minds, and I hope that you get the answers that you want. Thanks for coming to my slam. Ian, thanks a lot. Thank you so much for your amazing presentation. Vielen, vielen, vielen Dank, Ian, für deine Präsentation und für diesen spannenden Exkurs. Ich glaube, wir haben heute wirklich viel lernen können. Der große Moment ist gekommen. Der Moment der Abstimmung. Wir haben euch erzählt, dass wir weitere Infos ganz am Ende zum Ablauf der Abstimmung bekannt geben. Wir würden jetzt einen kurzen Blick nochmal werfen darauf, wen wir hier heute kennengelernt haben, von welchen Projekten, von welchen spannenden Forschungsfragen wir gehört haben. Der erste Beitrag war von Torben. Torben, ein Schokoladeneis-Fan, der uns von römischen Speiseeispräferenzen und zensierten Pop-Art-Bildern berichtet hat und sich mit den wirklich zentralen Fragen der heutigen sozialen Medienlandschaft beschäftigt. Der zweite Beitrag war von Blair, die sich für Superpowers und die Geheimnisse des Universums interessiert und den Arbeitsspeicher unseres Gehirns durch transkranielle elektromagnetische Stimulation verbessern möchte. Der dritte Beitrag von Tim, der mit seinem einst für das Gaming entwickeltem Know-how nun in die digitale Gesundheitsbranche eingestiegen ist, um das Leben von Patienten und Patientinnen mit Multipler Sklerose zu verbessern. Und nun zum letzten Beitrag, der uns beigebracht hat, dass zu Ian, der uns beigebracht hat, dass Menschen quasi höhere soziale Tiere sind und wie wir unser Umfeld durch das Andeuten falscher Blicke in die Irre führen können und was es bedeutet, wenn Menschen diese Fähigkeit durch eine vorliegende Behinderung eventuell abhanden gekommen ist. So, in dem Moment switchen wir wieder in den Zoom-Call. Ich hoffe, ihr habt eure Abstimmung, Ergebnis ist vorhanden, ihr habt die Rückmeldung erhalten, wundervoll. Dann gehen wir hierüber zurück. Welcome back. Oh, I think we lost Ian meanwhile. So, because it's like the most interesting like situation right now, because like the finals are coming closer and the results are ready, if I understood it correctly. Jawohl, jetzt würden wir einen Blick auf die Ergebnisse werfen. Werden jetzt tatsächlich eingeblendet? Ich kann noch nicht erkennen, wer gewonnen hat. Slam 1, Torben Klauser, ein Gewinner des heutigen Abends. So, the winner is Torben Klauser. Torben, wundervoll, einen wahnsinnigen Applaus. Ich weiß nicht, ob wir nochmal auch den künstlichen Applaus einspielen können und alle hier im Homeoffice nochmal kräftig mit applaudieren können. Wow.
Torben, an dich geht ein Ticket der Falling Walls Conference in Berlin nächstes Jahr tatsächlich. In diesem Jahr wird es die Möglichkeit nicht geben, eine riesengroße Wissenschaftskonferenz. Wie fühlt sich's? Magst du ein paar Worte sagen als Gewinner des heutigen Abends? So natürlich die Chance, auch noch ein letztes Statement vielleicht ans heutige Publikum zu senden. Oha, ein paar letzte Worte. Ja, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig. Es fühlt sich großartig an. Aber vor allem auch deshalb, weil die Vorbereitung unheimlich viel Spaß gemacht hat. Wir sehen ja jetzt nur vier der vielen spannenden Leute, die gestartet sind in diesen Slam-Prozess. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt, auch einfach über die eigenen Fachgrenzen hinaus. Und von daher wirklich vielen Dank für den ganzen Input, auch das Feedback im Vorhinein der Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, das war definitiv kein klarer Sieger heute, sondern hier waren vier fantastische Slams am Start. Von daher wirklich Chapeau an alle Beteiligten und vielen Dank. Ich freue mich sehr. Wir kommen jetzt zum Ende des heutigen Abends. Danke, dass ihr alle dabei geblieben seid. Danke, dass trotz der leichten technischen Herausforderungen, mit denen wir hier zu kämpfen hatten, dran geblieben seid. Wirklich großartig. Danke für eure Rückmeldungen an die Slammer und Slammerinnen. Das war wirklich ein schöner Abend mit euch. Wir konnten das hier quasi fühlen. Wir konnten die Vibration eures Applauses vom Laptop und vor euren Smartphones tatsächlich hier in Dortmund fühlen. Und würden an dieser Stelle anfangen zu schließen. Einen großen Dank an die Hertie-Stiftung, insbesondere an Julia Immels und Emanuela Bertzmann und an alle vom gesamten Team, die diesen Science Slam heute Abend hier ermöglicht haben. Wir hoffen natürlich, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei beim nächsten Science Slam. Liebes Publikum, am 1. Juli geht es weiter mit einem Science Slam zum Thema Diversity. Abonniert unseren YouTube-Channel unter science-slam.com. Informiert euch auf der Webseite über den Facebook-Kanal, über Instagram. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Abend. Ein weiterer Dank geht natürlich hier auch an unser Tech-Team. Ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, auch euch nochmal kurz, vielleicht kriegen wir hier so ein lautes Hallo oder so aus dem Hintergrund. einen großen Dank an Jörg, der nicht nur eifrig den Applaus ein- und ausschaltet, sondern tatsächlich hier, ich glaube quasi einer mit Sven, Daniel Gettis gemeinsam, einer der Hauptleitenden und Fädenziehenden im Hintergrund der heutigen Technik ist. Vielen, vielen Dank. Zeit, euch in den Abend zu entlassen, liebes Publikum. Ich würde sagen, genießt den Abend, genießt den restlichen Abend. Vielleicht gibt es noch ein paar Sonnenstrahlen, Abendsonnenstrahlen draußen zu erhaschen. Wir haben uns bemüht, nicht allzu spät fertig zu werden. In manchen Teilen Deutschlands haben wir allerdings auch Gewitter vorbeigeschickt, damit wir auch so ein paar Publikumsquoten hier heute Abend haben. Ich würde sagen, stoppt niemals eure Neugier, informiert euch, bleibt dabei und nutzt auch nächstes Mal wieder die Chance zur wahnsinnig unterhaltsamen Art und Weise des Wissensneuerwerbs. Vielen Dank.